Moin, also, ich bin Colin, ich vertrete den Noah. Ich dachte, ich stelle mich vorher noch mal kurz vor. Also, ich bin Colin, 21 und komme aus Neumünster. Das ist Schleswig-Holstein, so Mitte Kiel, nee, zwischen Kiel und Hamburg, circa in der Nähe von Bad Oldesloe, Segeberg. Bad Oldesloe kennt jeder. Oldesloe. Oldesloer Maracuja und so, ne? Kommt aus Bad Oldesloe, ja. In meiner Nähe ist das. Und hier, Hella, ne? Die Selter. Kommt aus der Quelle aus Trappenkamp, ne? Steht hin drauf und Trappenkamp ist 5 Meter von mir hier. Nein, jetzt mal ehrlich. Also, Thema der Woche ist aufgeben oder weitermachen. Ja, und ich habe mir da ein paar Sachen zu drüber überlegt und habe mir so überlegt, vielleicht, was einem Gründe geben könnte, tatsächlich doch aufzugeben. Zum Beispiel, dass vielleicht die Eltern komplett etwas dagegen haben, einen komplett nicht unterstützen. Generell denke ich mir, dass Unterstützung ein wichtiger Punkt bei diesem Werdegang ist. Alleine ist das einfach sehr anstrengend und mit Unterstützung ist es auf jeden Fall erheblich leichter. Und wenn dann die Eltern ja, halt einem Stein in den Weg legen und, oder müssen ja nicht unbedingt die Eltern sein, können auch, Freunde sein, wo ich mir aber denke, das sind dann im Endeffekt keine Freunde, aber vielleicht die Arbeit, Sachen halt, die für einen persönlich wichtig sind und die dann auf einmal sagen, dass das alles nicht richtig ist, was du tust. Kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich für jemand ein Punkt ist, zu sagen, dass es jetzt vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Bei mir persönlich wäre das nie so, weil ich eher tatsächlich ein Mensch bin, der auch Familienmitglieder theoretisch schnell aussortieren würde. Weil es einfach kein Weg ist, der jemandem wehtut. Kann also nicht falsch sein. Und wenn es mir dabei gut tut, mir dabei gut geht, dann haben die mir nicht zu sagen, dass es ein falscher Weg ist. Ja, vielleicht haben manche Menschen Angst vor dem, was passieren kann. Es gibt theoretisch, also was heißt theoretisch, aber es gibt ja einfach auch Rückschläge, die man ab und zu wegstecken muss in diesem Werdegang. Sei es die Namensänderung, sei es die Kostenübernahme für die OPs. Vielleicht kriegt man das Testo nicht schnell genug, wie man das erwartet hat. Oder irgendein Krankheitsbild kommt dazwischen und man kann die Sache noch nicht angehen. Schule, Arbeit, alles Mögliche. Ich kenne zum Beispiel jemand, der hat das jetzt noch nicht, ist jetzt mit der Namensänderung noch nicht richtig zur Gange gegangen wegen der Ausbildung eben, weil er die jetzt noch abschließen möchte. Und ja, beziehungsweise ist er mit der Namensänderung noch nicht das Ganze angegangen. Ach, was rede ich denn? Mit den Hormonen ist er das noch nicht angegangen. Ja, deswegen und das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber dann habe ich mir nochmal Aspekte überlegt, warum soll man das gerade weitermachen? Da habe ich mir halt gedacht, man soll es weitermachen, wenn es einem persönlich gut tut, wenn es für einen der richtige Weg ist, wenn er einen aufblühen lässt, wenn er ein Selbstbewusstsein gibt, ein Zukunftsgefühl gibt und all das, was man vorher nicht gehabt hat, dann ist es einfach der richtige Weg und den hast du nicht wegzugeben. Das ist dein Weg und er wird dir gut tun und er wird dir persönlich wird er ganz viel helfen. Und deshalb darfst du ihn nicht wegschmeißen. Für nichts. Ja. Naja, aber wie sagte Kelso von Scrubs, nichts auf dieser Welt, was es sich zu haben lohnt, fällt einem in die Sch Nichts, was es auf dieser Welt zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß.
So, das war sein Spruch. Und da denke ich mir dann, ja, gibt auf jeden Fall nicht auf. Es gibt Rückschläge und das wird auch manchmal hart und rappig. Und es ist viel Papierkrieg und viele Arztbesuche, die man auch teilweise nicht machen will. Zum Beispiel der Gynäkologe hat niemand wirklich Bock drauf. Muss aber sein. Und ja. Deshalb geht euren Weg einfach auf jeden Fall. Er tut euch gut und er ist schon der Richtige. Und es wird doch irgendwann alles sich rausstellen, dass es das Richtige war. Vielleicht nicht sofort, was ich bezweifle. Eigentlich tut das jedem gut, wenn er schon die Diagnose hat, dass es das ist, was einem jahrelang gequält hat. Ja. Also das wär's von meiner Seite aus. Ich bin nächsten Samstag nochmal dabei und danach wird man weitersehen. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht nicht zu dolle, auch wenn Samstag ist. Haut rein!